liebe Freunde des gepflegten Offroad, in unserer Reihe vermissen wir ein Mitglied, dem vor einiger Zeit ein kleiner Unfall passiert ist, der ihn für lange Zeit erstmal außer Gefecht setzt. Wir alle wollen ihm jetzt einen kleinen Gruß senden und ihn eines sagen. Devil Rider! Wir vermissen dich! Was sagst du zu ihm heute Tag? Läuft super, ist ja das zweite Mal. So Freunde, damit herzlich willkommen im ersten Video 2021. Jawohl. Ja, es ist so, wenn man ein Fahrzeug hat und man muss ja mal gucken, wo die Reise hingeht. Und ach du Scheiße, guckt euch das an. Trocken ist die Strecke nicht. Also hier ist ordentlich wieder Matsch und Wasser am Start. Ich glaube, der werde ich gleich mal den Rennrad reinmachen. Ah, gucken wir erstmal. Oh, ist tief, ne? Jo. Ich glaube, ich mache gleich mal Rennrad. Was sieht's denn hier aus? Matsche. Matschepapp. Schneereste, Schnee und Eis. Oh, da fahren wir erstmal noch nicht durch. Alter Falter. Ja, ja. Es ist interessant, die Strecke. Ich war noch nie im Backwind, als es hier Eis gab, in den Pfützen. Oh, das für ein Loch. Alte Scheiße, guck dir mal das Loch an. Das ist ja hier besser durchzufahren. Der ist auch höher. Ne, der fährt auch nicht. Das ist eine andere Spur. Ja, ja. Ja, und der ist höher. Ja. Ja, sehr schön. Ist geil, oder? Klar! Ich bin ja da! Er hat noch keine Winde, ne? Die Spuren ist schon extrem. Wenn du da drauf fährst? Will ich ja nicht. Oder meinst du so? Ja. Ja. Nicht in die Rillen, sondern daneben. Ja. Die hängt da hinten fest, fahr lieber da lang. Ah, da ist ein Loch schon.
die hat sich auch noch schön festgerammelt. Sieht gut aus. Passiert. Alter. Ha, 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 schuld hier. Oh, ein Seewurm. Jetzt hat er einen Fehler gemacht wahrscheinlich. Guck mal. Genau, jetzt sitzt er auf. Das war der Fehler. Spur. Da rüber. Oder da, egal. Aber raus aus der Spur. Ja, genau. Jetzt kommt er durch. Nee, da ist er wieder reingekommen, rutscht in die Spur, deswegen sitzt er auf. Probier mal drüben. Er darf nicht in die Spur rutschen. Guck mal, wie er aufsitzt. Ja, jetzt hat er's. Ja, genau da musst du hoch. Easy peasy, Alter. Easy peasy. Mit deiner Karre hätte sie schon einmal überschlagen. Mit der hier. Das sieht alles so übelst aus. Und dann machst du das und dann denkst du, wo ist das hin? Ja. Nur mit Schwung. Da ist was abgefallen. Oh. Seine Cappy. Oh. Ja. Ach so. Ganz speck. Wie im Stand. Junge, Junge, bin ich ein Standmann. Sound.
Ja, ich habe kein Allrad drin, aber der Weg ist da hinten drin. Der dreht da hinten mit den Rädern. Das wäre aber abgegangen, du! Ja. Was ist mit dem Loch da? Was ist mit dem Loch da? Heißt, warum fahren wir nicht durch Loch 2? Müssen wir mal gucken, was mit dem Loch da ist. Auf jeden Fall ist es tief. Oh, jetzt weiß ich, was mit dem Loch da ist. Oha, das ist doch. Nee, das können wir vergessen. Also das Loch ist zu tief. Das ist mit dem Loch da. Da sitzt ja schon auf, ja. Ist ja alles breit. Das ist so. Rückwärts kommt man nicht, vorwärts kommt man nicht. Das ist tief. Hä? Das ist tief. Naja. Ja, keine Chance. Das geht so vom Riemen. Das ist so tief, dass ich nicht rauskomme. Ja, ich nicht, ich nicht. Ja, damit habe ich es nicht gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Ich dachte, es ist ein bisschen, Ja, weil ich das Stief gar nicht so was. Ja, aber das nützt mir nicht, hier so tief. Ja, ich jetzt eine Winde gehabt, hätte ich einfach. Ja. Mein Rad ist ja weg hier vorne. Ja, ja. Alter. Hat André einer dran? Was? Der hat ja einen dran. Kein Handy mit. Funke, André. Ja. Ja, kommt er schon. Kommt er schon? Der muss mal sich hinten anklemmen. Ich stehe auf der Eisscholle, deswegen sag ich nicht weg. Ja. Hier vorne ist auch noch hübsch. Aber einen halben Meter weiter ist schon NIO. Die Kappe, mach mal die ab und schmeiß die oben rein, hinten. Ja, einfach reinlegen, die fällt nicht raus. Wie willst du da jetzt ran? Na, umlegen, das ist die nächste Schlaufe. Genau. Aber da ist nicht so tief, da hätte ich langfahren sollen. Na, hoch kommst du nicht. Sauber! Das war mal richtig professionell, André! Sah richtig geil aus! Wie ist die macht das? Nee. Aber super gemacht! Hast du alles richtig gemacht? Ja, Mann auch! Der Riemen ist sowieso fertig, ich muss einen neuen kaufen. Musst du rinfassen? Da ist ein Drehhebel hier, so ein Stinks, der kannst du ablassen. Nee, in mehr zur Mitte hin, da ja. Ja, ist schon immer offen. Was? Bei mir ist das immer offen. Ja? Ja, ich habe an der Seite ganz viele Löcher drin und da läuft es immer raus. Ja gut, wenn ich das da mal offen lasse, dann spritzt das da richtig hoch. Ne? Ja, gut. Ja. Ist nicht so schlimm, wenn ein bisschen drinnen bleibt. Die liebe Lotte wollte mal bei mir mitfahren und jetzt ist... Du hast aber einen schönen Gang. Komm mal her, meine kleine Ente. Lass uns reinkommen. Ja, komm mal. Ja, hoch den Knochen. Den Arsch parken und das andere Bein nachheben. Jawohl. Ich wollte einen Arschloch zu dir sagen. Warum? Weil du so frech bist. Bin ich gar nicht. Kann ich mich anschneiden? Nein. Ja, du brauchst dich nicht anschneiden. Okay. Lass deinen Bauch einfach raus. Was? Hallo? Little Devil Rider. Ja, Little Devil. Ist das angenehm oder? Eher unangenehm. Nee, der Zähne schläft, der findet das gut. Ach so, das ist so. Ja. Also wenn er, wenn er,
wenn der Kleine geboren ist und er will nicht schlafen? Richtig. Ruf aufs ATV. Ich meine, jetzt für den allgemeinen Alltag müsst ihr euch denn mit den Kleinen durch Thüringen fahren? Mit dem ATV, damit er schläft? Wenn der Sucht nicht schläft, ist er im Vater, macht er wieder keine Sohn. Den kannst du weg, wenn er 14 ist. Hier auf Rot auf zwei Beinen geht auf. Muss aber nicht, gell? Nee, muss nicht. So extrem. Ja, so kalt war es ja lange nicht. Nee, das stimmt. Die ist schwanger, ich müsste hier mal durch, ich muss Krankenhaus. Und die ist wirklich schwanger, ich lüge nicht mal. Meinst du, wie die klotzen, auch wenn ich jetzt Kind kriege? So. Riemen, die um dich und um das Kind machen das. Kannst sogar aufstehen, dann kommt er mit. Okay. Hier ist X3. Der fährt ja, der Kirbel, ne? Ja. Genau, der ist das. Sieh doch, welche Bräuche. Ja. Es ging ganz gut, da waren wir noch nicht so viel Wasser drin. Und ich weiß nicht, wie viele jetzt schon durchgefahren sind. Geht doch. Doch geht's. Geht gut. Yep.